Lieber unperfekt gestartet als perfekt gewartet. Dieser Satz, den habe ich schon so oft gehört und da ist so viel Wahres dran. Es gibt so viele Leute, die ihr Leben lang darauf warten und das in Perfektion. Die geben sich so viel Mühe dabei, zu warten, zu starten. Aber warum? Warum machen die das? Weil sie teilweise zum Beispiel Angst haben, ja? Weil Perfektionismus eine unglaublich treibende Kraft dafür ist, jemanden zurückzuhalten und dem Business-Erfolg die Beine zu stellen, sodass er in Stolpern kommt und niemals richtig schnell laufen kann. Wie kriegst du den Perfektionismus jetzt beiseite geräumt? Dafür müssen wir Perfektionismus erstmal verstehen. Perfektionismus ist ja, dass wir versuchen, etwas besonders gut zu machen und eben perfekt zu machen. Aber was bedeutet perfekt? Um Perfektionismus aufzulösen, dürfen wir verstehen, was dieses Wort bedeutet. Perfektionismus bzw. Perfektion bedeutet 100%, vollständig perfekt. Welcher Mensch ist perfekt? Niemand. Welches Business ist perfekt? Keins. Es gibt keine Perfektion in dieser Welt. Es gibt nichts, was perfekt ist, sondern alles hat irgendwo ein kleines bisschen, wo es irgendwie noch besser sein könnte oder wo man noch minimal was ändern könnte. Und wenn es ist, dass eine Strähne minimal falsch liegt oder dass ein Haar zu wenig da ist, damit perfekt die Frisur sitzt oder egal was es ist. Es gibt immer irgendwo was, was du aussetzen könntest und damit ist es nicht perfekt. Und damit wird Perfektion zur Illusion. Das heißt, Perfektion gibt es gar nicht. Wenn wir versuchen, durch Perfektionismus getrieben Perfektion aufzubauen, dann wird das zwangsläufig scheitern. Das heißt, es ist eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass du daran scheiterst, weil du kannst es nicht perfekt machen, wenn es das gar nicht gibt. Das ist ähnlich, wie wenn du versuchst zu fliegen ohne Flugzeug oder andere Hilfen und einfach vom 12. Stock von einem Gebäude springst und dann unten aufschlägst und derjenige sagt, warum ist der gesprungen? Und man sagt, ja gut, der hat halt gedacht, er könnte fliegen. Und ähnlich fühlt es sich an, wenn du denkst, du könntest dein Business perfekt aufbauen und du so lange wartest und irgendwann mal feststellst, mit 50, mit 60, mit 70, hätte ich doch mal lieber früher gestartet. Und um das zu vermeiden, darfst du den Perfektionismus ablegen. Und der erste Schritt ist eben zu erkennen, dass das Ganze nur eine reine Illusion ist. Gleichzeitig darfst du dir bewusst machen, was für ein Verlust entsteht, wenn du wartest, beziehungsweise während du wartest. Während du nicht nach außen gehst, während du dich nicht zeigst und nicht der Welt dein Angebot und dich endlich offenbarst, zum Beispiel durch Social Media, durch Marketingmaßnahmen, weil da, gerade da ist Perfektionismus ultra groß. Gerade da gibt es so viele Leute, die sagen, ja, ich kann das noch nicht so posten, ich muss da noch irgendwas dran ändern an dem Creative, also an dem Bild oder an dem Text muss ich noch irgendwas ändern. Und, oder eine Story zu machen, ja, ich spreche noch nicht gut genug, ich muss erst noch weiter sprechen üben. Ja, wie lange willst du denn noch sprechen üben? Wenn du 20, 30 Jahre alt bist, dann sprichst du tendenziell, wenn wir mal davon ausgehen, dass man mit 3 Jahren ungefähr schon reden kann, dann sprichst du seit 17 oder 27 Jahren. Wie lange willst du denn noch üben, bis du dann mal rausgehen kannst, auf Social Media irgendwas zu teilen und zum Beispiel genau so ein Video aufzunehmen? Ist doch Quatsch. Fang einfach an. Menschen werden besser, nicht durch Theorie, sondern, oder nicht, vor allem nicht durch reine Theorie, natürlich bringt Theorie auch was, aber vor allem durch das Tun und die Umsetzung. Und genau die kommt eben nicht, wenn du alles versuchst, perfekt zu machen und wenn du daran festhältst und da irgendwo drin dich verstrickst und drin gefangen bleibst. Deswegen unbedingt anfangen und starten, um nicht Hunderte und Tausende von Menschen, die gerne bei dir zum Beispiel Kunde werden wollen, im Business-Kontext, warten zu lassen. Genauso natürlich auch, um nicht deinen Partner oder deine Freunde mit irgendwas warten zu lassen, wenn du in der Beziehung oder in anderen Bereichen irgendwas zurückhältst, weil es noch nicht perfekt ist. Wenn deine sexuelle Aktivität oder irgendwas, was du basteln willst am Valentinstag oder whatever, irgendwas nicht perfekt ist, deswegen das dann irgendwie aufzuschieben, ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Das weißt du selbst, das weiß ich. Und jetzt gilt es dann, das Ganze nicht nur zu wissen, sondern auch in die Realität umzusetzen. Deswegen mach Folgendes.
Setz dich damit auseinander, wo willst du hin? Also setz dir Ziele. Danach machst du dir einen Plan. Dann kommst du in die Handlung und setzt diesen Plan auch um. Und dann kontrollierst du immer wieder und verbesserst. Du machst KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Das bedeutet, immer wieder zu optimieren und nicht erst zu starten, wenn es schon optimal und perfekt ist, sondern schon mal zu starten und dann Schritt für Schritt das Ganze besser zu machen. Und jetzt kommt eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis noch. Nämlich, wie viel Zeit und Energie gibst du jetzt auf was? Und weil wir gerade auch über Perfektionismus sprechen, ist relativ klar, auf was am wenigsten Zeit fließen sollte, meiner Meinung nach. Und das ist der Plan. Es gibt so viele Menschen, die in einen Businessplan, in eine Webseite und in irgendwelche Marketingstrategien und so viel Zeit investieren, aber niemals in die Umsetzung kommen. Ich habe schon von so vielen Business-Ideen gehört, wo Leute mir erzählt haben, ja, ich habe auch schon die Idee, cool, dass du ein Business gegründet hast, cool, dass du dich selbstständig gemacht hast. Ich hatte auch schon Ideen, ich habe auch schon das gemacht und so, ja, und mal überlegt. Und teilweise ausgeklügelte Dinge, wo man denkt so, Alter, krass, ist eine richtig gute Idee und es ist schon richtig gut geplant. Derjenige müsste einfach nochmal starten und dann würde er sehen, das vom Plan funktioniert vielleicht nicht so gut, das würde sehr gut funktionieren und das ist einfach ungewiss und er würde damit irgendwas erreichen, aber auf jeden Fall würde er so oder so mehr erreichen, als gar nicht erst loszugehen. Und deswegen nimm die wenigste Zeit, also investiere die wenigste Zeit in den Plan und investiere die meiste Zeit in die Umsetzung, am zweitmeisten Zeit so in Ziele und in Verbesserung und am drittmeisten Zeit in deinen Plan. Also, setz dir Ziele, mach dir einen Plan, komm in die Umsetzung und dann verbessere das Ganze. Fang nicht mit der Verbesserung an, bevor du umgesetzt hast. Wenn du das befolgst, dann wirst du zwangsläufig Erfolg haben und zwangsläufig was aufbauen können. Wenn du dann noch Aspekte dazu nimmst, wie gewisse Fehler zu vermeiden durch Unterstützung von außen und sowas, dann geht das Ganze nochmal viel schneller durch die Decke und du hast viel schneller möglichen Erfolg. Aber wichtig ist, dass du umsetzt. Deswegen keep going, like gerne das Video, wenn es dir gefallen hat, viel Spaß beim Umsetzen, abonniere auch gerne den Kanal, dann wirst du noch viel, viel mehr Videos, Content und andere Dinge erhalten und wenn du Bock hast, kannst du dir auch gerne mal ein Erstgespräch buchen, unten findest du einen Link dazu unter dem Video und dann können wir uns angucken, wie du deinen Plan aufstellen kannst, mit wenig Aufwand, dann richtige Systeme aufstellen kannst und damit deine Ziele durch die nötige Umsetzung auch erreichen kannst. Ich freue mich drauf und wünsche dir alles, alles Liebe für deinen Weg. Viel Erfolg in deinem Business. Dein Tibor.